Startplatz endlich mal geklappt. Platz 2, andere Autos, Schwesterauto auf Platz 4. Beide Autos durchgefahren und viel Erfahrung gesammelt. Und das passt alles sehr gut. Ganz ehrlich, ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass wir von 29 aufs Podium kommen. Aber es scheint, wir haben heute vieles richtig gemacht. Uns freut es, mit so einem Ergebnis jetzt zum 24-Stunden-Rennen zu gehen. Und ich denke mal, dass wir wirklich gut aussortiert sind. Wenn man im Auto drin sitzt, hat man auch immer eine eigene Schuld. Da kann man immer sagen, okay, vielleicht hätte ich ihn nicht überholen sollen. Total schade, es tut mir mega, mega leid fürs Team. Wir erleben jetzt gerade im Moment die letzte Sonne für die nächsten 24 Stunden. Ja, die Jungs, die waren da, also die da oben, die Streckenposten nach dem Flugplatz, die haben da wirklich gestaunt, als die Mannschaft da von Rinaldi Racing da war und haben dann da mal kurz begonnen, hier den Schaden zu beheben oder das Auto wieder gangbar zu machen. Wenn jetzt auch letzten Endes nach dieser Reparatur das Auto stehen bleibt, aber das zeigt schon die Qualität der Truppe. Ja, natürlich habe ich gewusst, wir wollten unbedingt auf die Pole fahren jetzt. Runde war nicht perfekt, es ist noch ein bisschen was drinnen, also das nächste Mal schauen wir, dass wir da nochmal ein bisschen schneller sind. Rundenrekord auf der Strecke jetzt, natürlich ein tolles Gefühl für Timbuli, das gemacht zu haben.